Hallo liebe Talk-Familie, herzlich willkommen zu einem neuen React. Es kam kein Video von Jonas für euch gestern, also von Jonas Ems. Deswegen ist heute das dritte und letzte Video an diesem Tag. Vom Kanal Tommy Leichtle, nackt in der Schule Wahrheit oder Pflicht mit Denise MSKI. Ich bin sehr gespannt. 8 Minuten, das Video von Denise ging glaube ich 9. 9 Minuten 16 glaube ich war es. Nochmal Wahrheit oder Pflicht. Ich habe gesagt, wenn, dann reagiere ich auch nochmal auf diesen Teil hier. Ja. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Alter. Genauso wie bei Denise Video. So, mein Kamera hat auch ein leichtes Rauschen. Das tat aber gerade ein bisschen in den Ohren weh. Alles klar. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Endlich mal wieder nach langer Zeit auf meinem Kanal. Das gab es ja schon relativ lange nicht mehr. Mit dabei ist heute ein ganz besonderer Promi. Willst du kurz was sagen? Hi, ich bin Denise. Ich denke, ihr kennt sie wahrscheinlich alle nicht. Und deswegen gibt es heute auf jeden Fall ein ganz besonderes Video. Wir hatten euch auf Instagram gesagt, ihr sollt uns gerne fragen. Aufgaben. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir haben euch ja auf Instagram gefragt, ob ihr Bock habt, uns Aufgaben für Wahrheit oder Pflicht zu stellen. Und wir haben bereits den ersten Teil Aufgaben bei mir auf meinem Kanal gedreht. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt. Also bevor ihr den Teil jetzt schaut, geht auf ihren Kanal, schaut euch Teil 1 an. Und dann kommt wieder zurück zu diesem Video. Ist auf jeden Fall ganz witzig geworden. Das stimmt. Und ja. So, wir haben hier auf jeden Fall so einen Becher, oder wie nennt man das nochmal, so eine kleine Schüssel. Becher. Da haben wir auf der einen Seite die Aufgaben oder Fragen für Wahrheit und auf der anderen Seite Aufgaben. Die Pflichtaufgaben. Xing Shang Chong, wer anfängt, oder? Ja. Let's go. Warte, ich muss überlegen. Schon wieder. Ich weiß, was du nimmst. 3, 2, 1. 3, 2, 1. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Da hat der Zoom aber noch mehr gefehlt. Aber vor allem, dann schüsst er sich auch noch den Kopf. Okay, ich fange an mit Wahrheit. Und zwar, was würdest du an dem anderen ändern? Oh. Also optisch oder auch charakterlich? Dann nehme ich charakterlich. Aber das Gleiche gilt auch eigentlich für mich, weil wir sind eigentlich wirklich komplett gleich, was charakterliche Sachen betrifft. Ich würde einfach ändern, dass du ein bisschen weniger faul bist. Und ein bisschen ordentlicher, aber genau dasselbe trifft für mich auch zu. Wir sind beide total faul. Wir schlafen bis um 12, obwohl wir uns weg auf um 8 oder um 9 stellen wollten. Oder manchmal sogar aber bis 16 Uhr. Aber nicht immer. Hä? Was? Wir haben doch einmal bis 16 Uhr geschlafen. Das war schon mehrmals, aber egal. Auf 16 Uhr? Okay, also ich sag mal so, ich hatte tatsächlich mal eine Phase, no joke, das war auch, ich sag mal, während meiner YouTube-Zeit, da habe ich bis so 12 geschlafen. Wirklich so, da habe ich bis 12 geschlafen. Aber mittlerweile ist es so, ich stehe jetzt nicht um 7 oder um 8 auf. Ich sag mal, je nachdem, ob ich meinen Wecker höre, dann ist es spätestens, sag ich mal so, ja, ich sag mal so 20 vor, Viertel vor 10. Aber in der Regel, sag ich mal, stehe ich zwischen 9 und halb 10 auf. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht ganz früh, aber das ist zumindest nicht spät, dass man da zumindest vom Tag noch was hat. Aber das Ding ist bei mir, ich bin tatsächlich auch noch nachts immer ein bisschen wach, dadurch, dass ich nachts immer eine kreative Phase habe. Aber bis 16, glaube ich, noch nie geschlafen. Nie. Ich sag mal, manchmal ist es so, gerade so im Sommer, weil ich das Wetter null so ab kann, dass ich dann tatsächlich so oberkörperfrei ja, Handtücher hinlege, mich auf mein Bett hinlege. Und ich dann echt einfach so schlafen kann, weil mich das Wetter so erschöpft. Jetzt so im Herbst gar nicht zum Beispiel. Aber ich sag mal, ich verstehe dieses Schlafen am Nachmittag, aber nicht, wenn man richtig schläft, dass man bis 16 Uhr schläft. Das nicht. Auf jeden Fall halten wir es kurz. Sie ist faul, ich bin faul. Aber man muss dazu auch sagen, wir versuchen gerade extrem an uns zu arbeiten. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit zu Hause chillen oder so, sondern wenn er mal frei hat, natürlich nutzen wir das aus und schlafen dann auch mal aus. So, ja. Und ich mache auch eigentlich ziemlich viel, vor allem wenn er nicht da ist. So. Ja. Aber ich würde mal sagen, jetzt bin ich dran. Ich nehme auch Wahrheit, weil Wahrheit ist einfach schöner als Pflicht. Welcher Promi ist dein absoluter Crush?
Und ich habe gehofft, dass du das bekommst, weil ich gerne wissen würde, welcher Promi dein Crush ist. Ja. Aber ich kann es euch ganz, ganz einfach sagen, weil dieser Junge ist jetzt wirklich mein Crush. Und zwar der Herr Tommy Leicht und der Schwanz. Nee, aber jetzt abgesehen von Tommy würde ich sagen, also ich habe jetzt nicht so einen, wo ich sage, boah, ich würde den heiraten oder so. No joke. Habt ihr einen Crush? Ihr müsst jetzt nicht schreiben, wer, weil ich sag mal, ich glaube, jeder hat ja irgendwie einen Crush. Ich werde meinen auch nicht sagen. Ich werde meinen nicht sagen. Ich glaube, ich habe es aber tatsächlich mal in irgendeinem Video gesagt, aber ich werde es nicht sagen. Ich werde nicht sagen, wer mein Crush ist. No, werde ich nicht sagen. Weiß, dass meine besten Freunde das wissen. Hallo Oliver, hallo Pascal, falls ihr das Video seht. Oder auch hallo und Xotic. Glaube, du weißt das auch, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Kennst zumindest meinen Crush. Aber ihr könnt ja nur schreiben, habt ihr auch einen Crush? Oder nicht? Ich will jetzt mal aber sagen, ja. Eigentlich hat ja jeder irgendwie einen Crush. Aber, so, wen ich schon immer toll fand und auch jetzt noch feier, ist Justin Bieber. Ja, Mann. Ja. Ist okay. Ja? Damit finde ich mich ab. Ja, Justin Bieber. Wenn ich einen Crush haben müsste, wäre es Justin Bieber. War aber klar irgendwie, dass sie das sagt. Irgendwie habe ich das schon so geahnt. Ist das nicht bei so vielen Mädels immer Justin Bieber? Bei so vielen Jungs ist das irgendwie Ariana Grande oder Selena Gomez? Irgendwie höre ich das dann immer. Ich kann euch sagen, beide sind es bei mir nicht. Also weder Ariana Grande noch Selena Gomez. Keine von beiden. Okay, ich ziehe jetzt die erste Pflichtaufgabe. Male innerhalb von 2 Minuten deinen Partner. Und die 2 Minuten starten ab jetzt. No joke, ich würde dabei so verkacken. Ich kann gar nicht zeichnen. Ich bin kreativ. Kreativ hat aber nichts mit Zeichnen zu tun. Kann nicht zeichnen. Kann ich nicht. Ach ja, und eben, ich bin in mein Zimmer gegangen und mir hier dieses Video für euch aufzunehmen. Es ist jetzt gerade... Warum gucke ich nicht einfach auf meinen PC? Jedenfalls ist es gerade 20.30 Uhr. Bei euch jetzt gestern, also gestern um diese Zeit. Und ohne Witz, ich habe eben, ich sag mal, so eine große Spinne gesehen. No joke, so eine große Spinne habe ich gesehen und dachte so, wie kommt die hier in mein Zimmer? Ist schon längst weg, keine Sorge. Aber da war ich so von wegen, what the fuck, einfach nur. Hat zwar jetzt gerade nichts damit zu tun, aber ich wollte es trotzdem kurz erwähnen. Irgendwie immer vom Thema ab, oder? Kann sein. Aber zeichnen kann ich null. Kann ich gar nicht. Okay, 20 Sekunden früher. Oh Gott, ich bin gespannt. Okay, haltet euch fest. Guckt zur Kamera. Seid mir ehrlich, Leute, ich habe das echt relativ gut getroffen. So auch mit, Alter! Mit den Lippen und die Augenbrauen. Die Augenbrauen sind gar nicht aus wie meine. Darüber freue ich mich gerade tatsächlich sehr. Ziehe ein Oberteil des anderen an. Okay, Freunde, ich habe wieder eine Wahrheit. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ich weiß nicht, ob es einige von euch gesehen haben oder mitbekommen haben. Ich habe das doch. Bei mir wisst ihr das. Auf TikTok schon mal erzählt. Ich weiß, was du erzählst. Das ist wirklich eine krasse Story, ich bin wirklich ehrlich. Die Story ist damals entstanden, als ich noch in der Schule war. Und zwar war es unter uns Jungs immer so ein Gag, wenn man sich gegenseitig die Hose runtergezogen hat. Zum Beispiel im Sportunterricht oder im Unterricht. What? Und wir hatten so einen Jungen in der Klasse, der hat immer so richtig, richtig krasse Gürtel getragen, wo man die Hosen wirklich nicht runterziehen konnte. Wait. Echt jetzt? Sowas macht man? So, also, hä? Also, ich sag mal, ich verstehe viele so Ticks, sag ich mal, oder komische Sachen so von aus der Schulzeit noch, dass man so das und das macht. Aber das verstehe ich so gar nicht. Warum zieht man Hosen runter? Auch von sich gegenseitig. Verstehe ich nicht. Also, selbst ich als Junge, ich verstehe das so gar nicht. Da hatte ich einen vollkommen anderen Humor mit meinen Jungs noch von damals, mit meinen Schulkameraden. Und so ein Kumpel aus meiner Klasse meinte zu mir, ey, wenn du es schaffst, ihm die Hose runterzuziehen, dann bist du wirklich der King. So, ich dachte mir natürlich, okay, ich werde das safe irgendwie schaffen. Und wir hatten Sportunterricht und es war das erste Mal, dass dieser Junge keine Hose mit Gürtel an hatte. Er hatte so eine lockere Fußballhose an. Und ich gehe natürlich hin, vor dem Mädchen, wir hatten gerade so Weitsprung, vor dem Sportlehrer und bupp, ziehen die Hose runter und dann stand er da halt mit Unterhose und das fanden halt alle cool, wir haben alle darüber gelacht, dachten wir, wir wären die Kings und ich war sozusagen, ich wurde dafür extrem hart gefeiert, natürlich auch nicht ohne Grund, war ja auch eine absolute Ehrenaktion, aber das Problem ist, ich habe Karma bekommen
Und ich hätte vorsichtig sein müssen bei diesem Jungen. Oh. Nicht, weil er mich geschlagen hat oder weil er aggressiv war. Nee, er hat das auch gemacht. Jetzt hörst du zu. Ich war in der Cafeteria, okay? Ich habe mein Essen gerade abgeholt. Ich laufe so mit diesem Teller. Suche ich mir gerade einen Sitzplatz. Ich gucke. Echt? Da gab es doch eine Cafeteria? Alter. Also ich denke jetzt mal, ihr redet irgendwie auch so von Gymnasium oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich kenne sowas gar nicht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch zur Schule geht, habt ihr auch eine Cafeteria? Ich kenne das so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Nach dem Sportunterricht oder, okay, jetzt abgesehen davon, aber ich kenne das gar nicht so mit der Cafeteria. Man hat ja immer sein Essen mit. Oder eben, ich sag mal, da war manchmal so, dass da so in der Nähe, dann ist man irgendwie in die Stadt gegangen, während Mittagspause ist halt eben hier in Bremen-Stadt und dann hat man sich was zu essen geholt. Keine Ahnung. Das All-You-Can-Eat-Buffet, leider auch McDonald's oder Burger King, sag ich mal so noch damals. Sag mal auch ein paar Mal, aber das kenne ich so gar nicht. Wo ist frei? Die Cafeteria war voll. Und jetzt bestimmt 60, 70 Leute, die da saßen und gegessen haben. Ihr müsst euch vorstellen, ich laufe so mit dem Teller, ich suche nach einem Sitzplatz, ich denke mir nichts Böses. Ich habe in der einen Hand mein Getränk, in der anderen Hand mein Teller, das heißt, ich hatte wirklich gar keine Hand frei. Und es war auch noch eine Suppe oder so, es war irgendwas Heißes. Ich laufe so richtig langsam, ich habe einen Sitzplatz gefunden, wollte gerade dahin gehen. Auf einmal was passiert, dieser Typ kommt hinter mir an und zieht mir die Hose runter. Aber das Problem ist, er hat mir nicht nur meine Hose runtergezogen, er hat mir sogar meine Unterhose mit runtergezogen. Und ihr müsst euch vorstellen, Freunde. Steht oh da so, mein Gott. Jeder hat meinen Zip gesehen und das Problem ist, ich konnte meine Hose nicht runterziehen, weil es war kein Tisch in der Nähe, wo ich meine Sachen hätte abstellen können und meine Hände waren ja befüllt mit irgendwelchen Sachen, also hier der Teller und so das Getränk. Und ich stehe da noch so gefühlt 10 Sekunden und check nichts und bin einfach geschockt, alle lachen. Todespeinlich, aber ich würde mal sagen, Karma. Ohne Witz. Ja, okay, es ist Karma, das stimmt. Und das ist ja nichts dagegen zu meiner peinlichen Geschichte, die ich euch mal erzählt habe. Also das ist ja wirklich peinlich. Sekunde und check nichts, bin einfach geschockt, alle lachen. Todespeinlich, aber das ich muss sagen, schön. Karma bekommen, ne? So, jetzt kommt meine letzte Wahrheit. Welchen Freund, Freundin von deinem Partner findest du am attraktivsten? Ey, gar keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, jetzt no front an deine Freunde oder so, aber... sind alle jetzt nicht so ein Typ, was ich sagen kann, boah, den finde ich attraktiv oder so. Ja. Ja, ist okay, umso besser für mich. Okay, jetzt kommt meine letzte Pflicht. Besser für mich. Esse etwas und küsse die Person neben dir. Sie muss es erraten. Okay, dann verbinde ich dir bei dir. Sorry. Das stinkt nach Schweiß. Also erstmal zum Zeigen. Crispy Bits. Nach nichts? Echt nicht? Ich glaub nicht, dass man sowas schmeckt. Richtig anschlimm. Kann doch nicht sein. Hä, das schmeckt nach nichts. Schmeckt nussig. Weißt du, was es ist? Nein. Katzenfutter. Nein. So, das war Katzenfutter, what? Oh, ey, ohne Witz. Apropos Katzenfutter. Ey. Ich rieche ja manchmal was bei mir zu Hause. Weil meine Mutter so voll darauf schwört. Ohne Witz, die nimmt etwas zu sich, das riecht wie Fisch- oder Vogelfutter. Und so ein ganz komischer Geruch. Darauf schwört sie voll. Sofort wegen gut fürs Immunsystem, für die Haut, Haare und so. Das ist so voll gut und so. Das riecht voll so nach Vogel oder Fischfutter. Katzenfutter. Nein. Summe einen Song, der andere muss ihn erraten. Okay, versuchen wir mal mit. Ich muss kurz überlegen. Aber mach irgendwas, was ich auch kenne. Okay, bist du bereit? Ich betäube meine Sinne. Ehrlich nicht. Ich betäube meine Sinne. Ja, Mann, das ist mir eigentlich gut, oder? Seht ihr wieder meinen Musikgeschmack? Rap und so oder sowas bin ich voll draußen. Balladen bin ich voll drin. Das ist voll der Unterschied. Wie gesagt, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich mach's nochmal.
Checkt bei mir bitte. Warte, schon mal, bevor du hier einpumpst. Das war's auf jeden Fall mit dem Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann disliked einfach und schreibt ein dummes Kommentar, was sich eh niemand durchlesen wird. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten checkt unsere sozialen Netzwerke aus. Die seht ihr auf jeden Fall hier nochmal eingeblendet. Also Instagram und so weiter. Ja. Da ziehen wir jetzt nämlich auch richtig durch. Und nicht vergessen, checkt bitte bei mir den ersten Teil von Wahrheit oder Pflicht ab. Ist auf jeden Fall auch ziemlich witzig geworden. Unter anderem musste ich da eine Telefonverarsche machen. Also oh ja, das war witzig. Lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Haben wir ja schon gesehen. Dann haut auf jeden Fall rein. Bleibt gesund. Und tschüss. Und tschüss. Dann habe ich noch rechtzeitig Pause gedrückt. Witziges Video. War wirklich cool. War cool anzusehen. Doch, muss man sagen. Also, das hatte doch was. Okay, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch haben diese Reactions für heute gefallen. Wir haben so gesehen auch wieder auf einen neuen Kanal reagiert. Ich habe ja auch schon so eure Wünsche gesehen. Wir werden auf jeden Fall auf die Videos von June noch reagieren. Ich weiß nicht, ob jetzt morgen Freitag oder übermorgen am Samstag. Einer der beiden Tage kommt für euch Ehrenmänner of the Galaxy, weil das sind zwei Videos. Kann ich euch jetzt schon sagen, also das wird kommen. Und bei den anderen müssen wir gucken, weil das sind einmal drei, einmal vier Videos. Das wird aber auf jeden Fall auch noch kommen, keine Sorge. Aber nicht alle vier an einem Tag oder alle drei an einem Tag, muss man gucken. Das war's aber auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr Teil der Top-Familie werdet. Und damit ihr auch ja keines meiner Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt auch Folge 2 von Chris Klassenfahrt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon, glaube ich, habe das aber auch schon vorher bei Jonas Wirt gesagt, schon auf alle Folgen reagiert. Dafür wird toll. Und ja, und mir bleibt es dann nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Rein. Und tschüss.